Willkommen Leute zu einer neuen Runde Dead by Daylight. In der Hauptrolle Freddy Krüger, gespielt von Fear Scream. Ja, ihr merkt schon, ich habe richtig Bock, richtig Fun an diesem Charakter. Oh, warum leckt denn das hier heute? Was ist hier los? Okay, jetzt geht's wieder. Ach, guck mal, einer, schau. Wen haben wir denn da? Und Schnibbel! gleich die erste Runde. Nein, da ist er. Flop. Ja, was soll ich sagen? super Start, Leute. Haben wir den extra auf den Berg darauf schleppen? Wo geht's hier hoch zum Berg? Oh, ich bin natürlich genau den falschen Weg gelaufen, doch nicht. Komm schon! Und zack, da hängt er. Meine Güte, Freddy ist wieder am Schnetzeln, Leute, Alter. Voll geil, Mann, ich lieb diesen Typen so. Ja, wie gesagt, bald kommt der Doktor hier auf dem Kanal. Den habe ich mir heute gekauft. Aber ich wollte noch ein bisschen Freddy Krüger spielen. Ich werde ihn auch, das wird mein Hauptcharakter sein und bleiben. Weil er einfach so cool ist. Hier oben ist eigentlich eine super Position. Guck mal, nehmen wir jetzt einen anderen. Damit jeder ein bisschen was abkriegt. Oh, gleich zwei hintereinander. Aua, aua. Landen ist voll uncool, Mann. Du, wenn ich weiß, wo du stehst, treffe ich dich auch, wenn ich geblendet bin. Das funktioniert nicht, mein Freund. Oh, schade. Bali. Wow. Die Palette, die habe ich jetzt nicht gesehen. Dabei war ich so kurz davor, ihn mir zu schnappen. Ich glaube, der rennt hier Ringe-Ringe-Reihe. Schauen wir mal, wo er hin ist. Meint ihr, er ist hier drin? Ich höre ihn stöhnen. Ach, guck mal. Ja, steck deine Funze wieder weg. Freddy hat keine Angst vor Licht. Aber du solltest Angst vor mir haben, mein Freund. So, nehmen wir uns den Haken da hinten. Das schaffen wir. Die haben schon den ersten Generator repariert. Voll uncool, die Typen. Ich dachte, wir spielen hier ein bisschen Jäger und Gejagte. Oh, guck mal, hier waren sie auch schon dran. So. Ja. Campen tun wir nicht, wir spielen hier just for fun. Wir wollen so viele, so oft wie möglich aufhängen. Das ist meine neue Devise. Ich will Spaß haben an diesem Spiel. Weil dieses Spiel auch mega geil ist. Der war fast fertig, der Generator. Manchmal sitzen diese kleinen Schlawiner dann immer in der Nähe. Guck mal. Oh, ihr Leute, ey, ohne Scheiß. Ich glaube, ich hab's langsam raus mit dem Killer-Dasein. Und... Bupp! Na, wo ist sie hin? Da ist sie hin. Ja, langsam verstehe ich, wie diese Leute ticken. Diese kleinen Überlebenden. Guck mal, die markieren wir auch gleich. Wenn wir schon mal dabei sind, ne, machen wir doch gleich mal auf dem Weg hier noch eine kleine Markierung. Fertig, ne? Holen wir sie doch in unsere kleine Traumwelt. Und wir laufen. Oh, was ist denn hier heute mit der Leckerei los? Schlack! Ja, ich hoffe, dass euch die neue Qualität gefällt. Ich brauche jetzt für die Bearbeitung viel, viel länger. Weil die Dateien sind jetzt, so wie ich es jetzt gerade mache, ungefähr, wow, 10 bis 15 Mal so groß. Ich hoffe, dass die Qualität positiv darunter leidet und ihr noch mehr Spaß an meinen Videos habt. Ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es denn so ist.
Dann lohnt sich der ganze Aufwand auch. Okay. Sie hängt auch. Der andere wurde auch noch geheilt. Oh, wir haben schon ein paar Generatoren. Guck mal, der Schlawiner, ne? Der ist in der Traumwelt. Und trotzdem repariert er hier. Eieiei, ich habe so viel nebenbei gerade auf, glaube ich. Schade. Wäre natürlich cool, wenn ich direkt komme und sie wegsneake. Da habe ich die Blutspur verloren. Das war uncool. Das war echt uncool. Guck mal, und die will gleich wieder an den Generator ran. Ja, ja. Und jetzt haben wir sie. Ich kann ja auch nichts dafür, dass du weiter reparieren möchtest. Ja, ist ja nicht jetzt so, dass, naja, und so, ne? Freddys Traumwelt und so, weißt du Bescheid, Schätzelein. Die anderen haben sie auch runtergeholt vom Haken. Guck mal, hier vorne ist doch gleich einer. Und mal wieder eine Runde abhängen für mich, bitte. Upsa! Okay. Wie weit hast du den denn schon? Oh, der war fast fertig. Deswegen warst du so heiß drauf. Ich verstehe. Ich kann die jetzt aber auch hier schlecht runterlassen, weil die wird das Ding hier sofort fertig machen. Das heißt, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Sonst haben wir gleich den nächsten Generator weg. Oh, die weint aber, da habe ich ein bisschen Mitleid, aber nein, habe ich nicht. Nein, hat er nicht. Oh fuck, wo ist sie jetzt hin? Hier ist die Blutspur. Hier ist die Blutspur. Hallo, Schätzelein. Moin, wie geht's dir so? Schade. Wir machen das Ding mal kaputt, das nervt mich hier. Das ist ein bisschen uncool. Okay, da läuft sie. Die hauen wir auf jeden Fall gleich nochmal an den Haken, oder? Wer so fresh ist. Weil sie muss ja gleich irgendwann nach rechts laufen und dann spätestens schneide ich ihr den Weg ab, oder? Kommt sie hier lang? Kommt sie. Ich will nicht hier so eine blöde Palette jetzt laufen, das wäre echt schade. Nee, jetzt habe ich sie. Und Schlag! Komm her, Mäuschen, komm her. Wir haben mal wieder eine Runde abhängfrei. Free for all. Ich höre hier überall misslungene Skillchecks, die ackern wie die Verrückten. Ich habe mir vielleicht noch nicht den besten Haken hier ausgesucht. Oh, wir müssen auch noch einmal rumlaufen. Komm schon, sonst wird's eng. Und los geht's. Okay, nächster ist fertig. Ah, hier oben sind sie dran. Oh, wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Verdammt, verdammt, wo geht's hier hoch? Hier geht's nur runter. Da geht's hoch. Guck mal, wen haben wir denn da? Schloppidibobidibob. Willkommen in meiner Welt, Schatzi. Freddys Traumwelt ist wieder da. Boah, wie schnell die immer rennen. Haben die Angst? Oh, die haben schon wieder den nächsten Generator repariert. Na, wo ist sie hin? Da ist sie hin. Hier bin ich. Morgen. Okay. Oh, die ist gestorben am Haken. Die wollte wohl keiner retten. Okay, nächster Generator, den hat es gerade zerlegt, so halb.
Es wird eng, Leute. Wir schnetzeln wie die Großen. Oh, die hat es auch schon erlebt. Okay, es wird spannend. Es wird richtig spannend, Leute. Der hier war schon relativ weiter, Generator. Den würde ich eigentlich gerne nochmal manipulieren. Achso, halt hier war die Treppe. Ich habe den nur gerade auch nicht gesehen. Es hört sich nach links an. Ach, der ist hier draußen. Guck mal, einer, schau. Wer stellt denn hier so ein Ding hin? Gucken wir mal, ob wir irgendwo einen langen Rennen sehen. Okay, Skillcheck verhauen. Wir wissen, wo wir hin müssen. Ist nämlich auch der letzte Generator. Wäre ziemlich schade, wenn ich jetzt keinen mehr... Oh. Okay, hier war auf jeden Fall ein Schlawiner dran. Wir haben ja was gelernt. Wir gucken jetzt, wo dieser Schlawiner wartet. Weil sie in der Regel den Generator natürlich weitermachen wollen. Dann sitzen sie immer in irgendeiner Ecke in der Nähe und warten, bis die tolle Kindermusik von Freddy vorbei ist. Wo sind die? Den Generator will derjenige, der hier angefangen hat, gerade jetzt einmal, weil der ist fast durch. Irgendwo sitzt die Ratte. Nur wo? Ich bin mir irgendwie sicher, ich weiß nicht warum. Nein, negativ. Ich weiß, dass du den Generator machen willst. Ich weiß es einfach. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. La, 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 la. Scheiße. Sie haben woanders eingemacht. Jetzt muss ich mir schnell einschnappen. Da. Okay. Die müsste mir hier eigentlich auch mal entgegenkommen. Wo sind die jetzt hin? Zu welchem Ausgang werden sie gehen? Oh, ich müsste jetzt einen aufhängen, das wäre so goldig. Okay, hier ist keiner. Ey, tatsächlich, die haben wirklich den gemacht, wo ich gerade noch dran war, ne? Ich wusste es. Haben sie mich gut ausgetrickst? Da. Da, 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 da. Okay, gut gemacht. Hier ist gerade jemand lang gerannt, aber es war bestimmt die, die hier durch ist. Boah, jetzt Freddy braucht auch mal ein bisschen Zeit, um jemanden zu töten. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn wir da in diesem Ausgang kämpfen. Man hört auch anhand der Geräusche, hier ist die Falltür. Genau hier. Fuck, 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 fuck. Kriegen wir vielleicht noch den dritten? Jetzt hier vorne mit Freddy Krüger bringt null. Ne, außer, dass du total deprimiert wieder nach Hause fährst und sagst, ich pack die Scheren ein. Da haben wir ihn. Okay, schade, zu spät. Trotzdem schöne Runde gewesen. Hat mir gut gefallen. Was machen wir? Wir spielen natürlich noch eine Runde, Leute. Ist ja wohl ganz klar. GG kriegen sie natürlich auch. Haben sie echt gut gemacht, ne? Ich würde gerne wissen, wo sich die kleine Maus versteckt hat. Also das war... Das... Ich wusste, dass sie da sitzt, ne? Weil dieser Generator fast fertig war. Ich habe sie aber nicht gefunden. Wahrscheinlich gucke ich mir danach das Video an und denke mir, ey, Mann, Angelo, da war sie doch. Aber, na gut, okay, gar kein Problem, Leute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Okay, Leute, da sind wir wieder. Neue Runde, neues Gemetzel mit Freddy Krüger. Okay, schauen wir mal. So dicht spawnen die eigentlich nie. Wir gehen mal den Weg hier.
und hinten bei den Generatoren lang. So hören wir auch die Häuser, die Generatoren. Okay, der Weg war schon mal der richtige. Freddy ist da. Okay, hier ist gerade einer lang gelaufen. Oh, den können wir sogar gut verfolgen. Okay, hier ist er lang. Hier ist er rein. Scheiße. Scheibengleister. Sade, sade. Auf jeden Fall gerade wieder Geräusche gehört. Da ist er. Guten Morgen. Nein, bitte stehen Sie noch nicht auf. Erst wenn Sie am Haken hängen. Und hopp. Sehr gut. Und da haben wir ihm kurz mal die Krallen in den Körper gesteckt. Was macht er hier? Oh Gott, was ist er denn drauf? Ich glaube, der Herr ist ein bisschen betrunken. Der läuft im Zigzag. Bitte rufen Sie die Polizei. Ups. Oder Freddy Krüger. Der macht das auch. So, jetzt kommen wir erstmal in die Ausnüchterungszelle, mein Freund. Da kannst du ein bisschen schlafen, ne? Komm mal her hier, komm mal her. Wobei, schlafen ist schlecht, ne? Wenn das Ding da in dir drin steckt. Na komm. Und hopp. Okay. Sehr gut. Erster hängt. Okay, ups, wo laufe ich denn lang? Jetzt habe ich gar nicht genau... Oh, guck mal, was ist hier los? Hab ich ihn wieder erwischt? Oh, das ist jetzt natürlich kacke, ich wollte echt den anderen. Aber egal, da holen wir ihn noch einmal ran und dann... Ist aber auch gut für ihn. Ich wollte eigentlich den Bill erwischen, aber den habe ich irgendwie verfehlt. Also habe ich mir gedacht, okay, komm, bevor du gar keinen hier kriegst, ne? Hängen wir ihn ran, aber noch eine Runde holen wir uns den nicht. Das ist sonst ziemlich uncool. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die anderen auch mal kriegen. Und einer von denen ist mein Hauptziel. Okay, mal die Ohren spitzen. Spannung pur, Leute. Freddy ist auf der Jagd. Okay, sie haben ihn wieder rausgeholt. Oh, Leute. Ich hör keinen. Was ist hier los? Was ist hier los? Freddy braucht Opfer. Freddy braucht Geräusche. Das Ding ist ja schon an. Komm ich vor wie so ein Wachhund, ne? Hier Ohren sind immer gespitzt und dann läufst du durch die Gegend und zack, irgendwo knackt irgendwas, irgendwo fliegt ein Rabe los. Und dann rennst du wie so ein Irrer in die Richtung. Ich habe verdammt viel Spaß an dem Killer-Dasein hier. Wie ihr wahrscheinlich ein bisschen mitkriegt und gerade an Freddy. Freddy macht sowieso mega Fun. Oh, da. Oh, war ich nicht da gerade in der Nähe? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht mit leeren Händen rausgehe. Wir haben echt gut gestartet. Irgendwo müssen die ja dann hier langlaufen. Wahrscheinlich irgendwo hinten. Nee, hier sind die Rahmen auch drauf. Hier ist keiner lang gerannt. Welchen Generator könnten Sie jetzt nächstes vornehmen? Die auf der Straße machen sie in der Regel nicht. Der hier unten im Keller läuft schon fast. Verdammt. Ich höre die doch aber arbeiten. Wo komme ich hier runter? Ich höre sie doch arbeiten. Scheiße, wie komme ich da runter? Hier. Oh fuck, ich hab's gehört.
Ah, den hatte ich jetzt schon ein paar Mal am Schlawittchen. Scheiße, den hier wollte ich eigentlich am unliebsten haben, weil der eh tot ist. Den rettet keiner. Also ich habe mir zwar meinen Kill jetzt, aber leider auch nicht mehr und auch nicht weniger. So, hopp. So, ich hänge mir mal schnell ab, wenn wir vielleicht noch einen anderen kriegen. Hier vorne ist auch gleich ein Haken, das ist schon mal super. Und tschüss. Du hast mich leider um wichtigere Dinge kümmern, mein Freund. Keine Zeit mehr, dir zuzugucken. Okay, das ist auch schon bearbeitet worden. Das bedeutet, dass die hier irgendwo sind. Die lassen das ja nicht einfach so auf sich sitzen. Irgendwo sind die hier. Wo stecken sie? Meint ihr, die haben jetzt vielleicht sogar das Tor gewechselt? Oder sitzen die hier irgendwo in einer Ecke? Guck mal, oh, ich hab's langsam drauf mit dem Killer da sein. Ja, lass den Kopf nicht hängen, mein kleiner Wackelkopf. Ups. Oh nein, tut mir nicht leid. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Da hinten war auch der nächste, habt ihr den gesehen? Der wird bestimmt gleich hier in die Richtung kommen, weil er unseren Bill befreien möchte. Und vielleicht kriegen wir den auch nochmal angehangen, den Kumpel. Guck mal, Bill hängt das erste Mal. Haben die das Tor schon auf? Das ist verständlich, haben die das Tor schon auf. Okay, er kämpft natürlich jetzt um sein Leben. Ist ja auch ein bisschen blöd. Oh, was macht er hier? Selbstmord or what? Ich habe leider mein Hauptziel noch gar nicht gefunden diese Runde. Was ist los, Billy? Oh komm. Jetzt sei nicht so. Nicht so stöhn. Geil ist ja immer, dass er seine Kippe nicht aus dem Maul verliert, ne? Der steht da und hängt da, kämpft um sein Leben. Habe ich sie erwischt? Oh, 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 oh. Der Ausgang ist nicht weit weg. Okay. Deswegen muss ich ihn jetzt nochmal holen. Okay. Sie habe ich auch markiert. Die Punkte wollte ich noch kurz haben. Was ist los, Dicker? Willst du es probieren, hier rauszukrabbeln? Nein, willst du nicht, oder? Ach komm. Oh, scheiße, ich bin Arsch, ne? Komm, Billy. Dafür spiele ich dich zu gerne. Du hast vielleicht sogar noch eine Chance, weil der Haken so weit weg ist. Oder? Nein, eigentlich nicht. Das war's für dich. Sorry, Kumpel. 2 von 4. Naja, ist okay. Ist okay. War eine coole Runde. Hat Spaß gemacht. Hat sogar richtig gefetzt. Ich fand das echt lustig. Und wenn es so schön war, und die Runde, die ging ja nun wirklich nicht lange, da hängen wir noch eine dritte Runde hinten ran. Weil es so schön war, oder? What the shit? Freddy and Camping, was? Ja, ich habe überhaupt nicht gecampt. Doch, den letzten ein bisschen. Aber da hatte ich ja dann noch keine Wahl. Das muss man einem ja auch mal nachsehen, ne? Alles klar, Leute. Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde.